Was ist der Unterschied zwischen dem Groove und dem? Und was habe ich da genau gemacht? Hi, ich bin Dennis Busch von BassCoach.de und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hammer-Ons und Pull-Offs deinen Groove geiler machen kannst. Ich zeige es dir nochmal langsam. Ein Hammer-On ist, wenn du mit einem Finger deiner Hand auf ein Bund drauf hämmerst. Ich zeige es dir nochmal in Slow Motion sozusagen. Das sieht so aus. Also, ich greife jetzt zum Beispiel mit dem Zeigefinger und hämmer mit dem Ringfinger auf den nächsten Ton. Und alles, was da passiert, ist, dass ein anderer Klang entsteht, als wenn ich es mit der rechten Hand nochmal anspiele. Das heißt, ich spiele den Ton nicht mit der rechten Hand nochmal an, sondern nur mit der linken Hand. Um einmal den Unterschied zu verdeutlichen, mit anspielen und ohne anspielen, also der Hammer-On. Also der Übergang von einem Ton zum nächsten ist irgendwie ein bisschen geschmeidiger, fast schon wie bei einem Slide. Und Übergang ist das richtige Stichwort. Du kannst den Hammer-On immer dann benutzen, wenn die Töne nicht zu weit auseinander sind, klar. Und wenn du einen sauberen, angenehmen Übergang von einem Ton zum nächsten schaffen willst und nicht so einen harten Pock-Pock-Sound haben willst, wie wenn du die Saite anschlägst. Also wie in unserem Beispiel, zum Beispiel vom D aufs E. 3, 4. Also alles, was ich mache, ist, ich spiele den Ton an, das D, und hämmer dann, in dem Fall mit dem kleinen Finger, auf das E. Also das D spiele ich an und auf das E hämmer ich drauf. Nochmal den Groove im Ganzen, jetzt mit dem Fokus auf, was ich genau mache. 3, 4. Dann nochmal ein Hammer-On. Eine Übung zum Hammer-On zeige ich dir gleich auch noch, aber ich will das Thema erst noch vervollständigen. Und zwar gibt es noch einen Gegenspieler zum Hammer-On, den sogenannten Pull-Off. Pull-Off, zieh runter, da zieht man den Finger von der Seite runter und schlägt die damit nochmal an. Ich zeige dir, wie es im Groove aussah. Also in unserem Fall greife ich jetzt einen Ton mit dem Ringfinger, hier das H, schlage es mit der rechten Hand an und dann ziehe ich den Ringfinger runter, sodass das darunterliegende A nur noch klingt. Nochmal in langsam. Ich lege den Ringfinger hier auf den Bund auf, schlage ihn an mit der rechten Hand, ziehe den Ringfinger runter und das ist der sogenannte Pull-Off, der Runterzieh. Geht auch mit dem kleinen Finger. Und so sieht das jetzt im ganzen Groove aus. Also Hammer-On hier an den beiden Stellen und nachher der Pull-Off hier. Okay, und wie kannst du das jetzt üben und in deine eigenen Grooves reinbringen? Kurzer Disclaimer. Hammer-Ons und Pull-Offs erfordern so ein bisschen Kraft in deinen Fingern. Das heißt, bevor du das explizit übst, würde ich dir empfehlen, dich erstmal so 5 Minuten aufzuwärmen, kannst eine Tonleiter spielen, kannst egal was, nur dass du deine Finger so ein bisschen warm kriegst. Und dann fängst du am besten möglichst weit oben an, wo die Seitenspannung nicht so hoch ist, auf der G-Seite, die Seite, die am einfachsten zu erreichen ist. Wir fangen erstmal ganz easy an und spielst mit dem Zeigefinger hier dieses E an, das E. Und dann haust du deinen Mittelfinger auf das F, hier im 10. Bund, und versuchst, einen sauberen Hammer-On hinzukriegen, also einen sauberen Ton rauszukriegen. Nochmal von vorne, anspielen, draufhauen. Und versuch dabei, dass der Hammer-On möglichst genauso laut ist wie der angeschlagene Ton davor. Probier das auch mit dem Ringfinger, also du greifst wieder mit dem Zeigefinger und schlägst dann das Fis mit dem Ringfinger an. Und
das Gleiche auch mit dem kleinen Finger natürlich. Der wird am Anfang am schwierigsten sein, aber der kleine Finger, den zu benutzen, macht wirklich, wirklich, wirklich Sinn. Dafür haben wir ja 5 Finger, damit wir mit 4 Fingern Bass spielen können, ist doch klar. Also, wir spielen den Ton mit dem Zeigefinger und schlagen dann mit dem kleinen Finger an. Auf den 12. Bund jetzt. Genau, nochmal mit dem Zeigefinger. Mit dem Ringfinger. Und mit dem kleinen Finger. Okay, wir können auch durchwechseln, indem wir mal mit einem anderen Finger greifen. Jetzt habe ich am Anfang immer mit dem Zeigefinger gegriffen. Greif auch mal mit dem Mittelfinger und dann mach dann einen Hammer-on mit dem Ringfinger. Das ist nochmal ein Kniffelchen schwieriger. Das lehrt dich, die Kraft wirklich aus dem Finger zu nehmen und nicht aus dem Handgelenk. Weil je mehr Finger du greifst, desto weniger Raum hast du, um mit dem Handgelenk draufzuhauen. Also dann kommt die Kraft wirklich aus dem Finger. Und kurz nur nebenbei, ich weiß, im Finger hat man keine Muskeln, das kommt aus dem Unterarm, aber aus dem für den Finger verantwortlichen Teil des Unterarms. Das meine ich. Also. Und auch mit dem kleinen Finger, schwierigste Version. Okay, das waren die Hammer-Ons. Das gleiche mit dem Pull-Off können wir einfach integrieren. Das heißt, ich mache jetzt den Hammer-On wieder, ich greife mit dem Zeigefinger, mache den Hammer-On mit dem Mittelfinger und dann mache ich einen Pull-Off. Ganz langsam erstmal, um wirklich zu verstehen, was ich da mache. Dass auch wirklich ein sauberer Ton rauskommt, der so laut ist wie der angeschlagene Ton oder der gehämmerte Ton. So laut muss auch der geoffpulte Ton sein. Viermal mit dem Ringfinger runter, rauf, runter, rauf mit dem kleinen Finger und jetzt greife ich die Töne mit dem Zeige- und Mittelfinger wieder, mache den Hammer-On nur mit Ringfinger und den Pull-Off, schwieriger. Jetzt greife ich auch mit dem Ringfinger, mache den Hammer-On und den Pull-Off nur mit dem kleinen Finger. Da kommt man an seine Grenzen, wenn man das noch nicht oft gemacht hat. Und das ist schon ganz schön anstrengend und das erfordert auch ein bisschen Zeit, um das zu üben. Aber das kannst du einfach direkt nach dem Aufwärmen, kannst du ein bisschen das machen und dann übst du einfach deine ganz normalen anderen Sachen. Wenn du das jeden Tag ein bisschen machst, 5 Minuten oder so, dann geht das rucki-zucki und du wirst schon wesentlich schneller. Und wenn du das dann schon ganz gut kannst, soweit, kannst du das versuchen, auch musikalisch zu integrieren, einmal in deine eigenen Basslinien einzubringen. Um das aber auch noch mehr zu üben, kannst du auch eine Tonleiter damit spielen. Das sehe dann so aus, dass du eine Tonleiter einmal anschlägst. Und dann halt einfach nur mit Pull-Offs oder mit Hammer-Ons arbeitest. Wenn du mit Hammer-Ons spielst, nach oben die Tonleiter, mit Pull-Offs nach unten. Nach oben wäre dann so. Ich habe dir dazu wieder ein Übungsblatt erstellt. Geh einfach auf meine Webseite basscoach.de/YouTube in meinen Backstage-Bereich auf meiner Webseite und da kannst du dir das kostenlos runterladen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn du mehr davon sehen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du es auch wirklich siehst und YouTube das nicht dann doch irgendwo hinten versteckt. Ja, viel Spaß beim Üben und hau rein!